freut mich, dass es bei dir gut läuft. Ja, es läuft eigentlich recht gut, ja, ist richtig. Lass du die einfach am Markt verkaufen? Ja, die ganze Zeit. Wölfe greifen an, my lord! Ich produziere und verkaufe es. Und überlege mir, wie kann ich noch mehr produzieren? Kein Weg ist mir zu weit. Ich verkaufe auch Eisen und so inzwischen auf dem Markt, weil ich so viel davon habe. Na guck mal, schon wieder 30 Eisen. Bring ich mal zu meiner Schmiede. Habe ich Silberringe und Werkzeuge produziert? Nein, Sepp, ich will einen schützen. Nein! 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 Immer nur was passieren würde. Das dauert nicht lange. Wenn wir auf einmal keinen Beistandspakt mehr haben. Ja, wie wollen Sie mir denn noch mehr auf den Sack gehen? Oh, ich könnte dich ausrauben. Meine Füße tun wie schon Häuser unterwegs. Anziehen. Kein Weg. Ich könnte deine Mitarbeiter umbringen. Einfach nur, weil es Spaß macht. Bin sofort da. Aber das alles tue ich nicht. Ja, was keinen Sinn macht. Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Doch. Ach ja, inwiefern macht das denn Sinn? Soll ich helfen? Ohne Fleiß kein Preis. Das geht schnell. Ja, ja. Ah, Zwangshochzeit. Keiner hat mehr Bock, irgendwen zu umwerfen. So. Ja, ich fehle, wir sind echt keine Romantiker. Nein, sind wir nicht. Das nervt auch. Fehlt euch. Wohin auch immer es gehen soll. Jetzt kann ich mir eine neue, die ich gerade erzwang. Feierabend? Was ist das? Ja, das Schöne ist, eine Gelehrte, die ich mir geholt habe. Schön für dich. Ja. Weißt du, was Gelehrte Schönes machen können? Nein. Die können so den richtigen Juden raushängen lassen. Was? Funhouse. Was ist das denn jetzt? Richtig. Ich höre irgendwie Trompeten. Der Karren knarrt. Warum höre ich Trompeten? Keine Ahnung. Ich eile! Meine Füße tun. Bin sofort da. Drei Karren voller Waren auf dem Markt. So als Gelehrter machen. Eilerstube, Tinkturei. Ich könnte eine Kirche bauen. Na, ich kann nicht mehr Betriebe führen, wird Zeit für einen neuen. Dingens! Machen wir jetzt nächste Runde. Das dauert nicht lange. Money. Wo money, soll's money, hingehen? Money. Dollar. Ching, ching, bling, bling, ka-ching. Ja, vorher solltest du vielleicht noch ein Kind werfen. Vor was? Na, bevor ich die in die andere Stadt schicke. Der Karren knarrt. Damit ich da Karren rollt. Den Juden raushängen lassen kann. Meine Leute, Füße tun weh. Hast du deine eigene Frau nie in deine Reihen aufgenommen? Du meinst meine alte? Ja. Die hab ich gerade rausgeschmissen. Wo immer nur Arbeit. Oh. Das ist sehr, sehr hart. Ohne Fleiß kein Preis. Aber ich habe eine bessere Idee. Ich bring sie um. Wie kann ich eigentlich meine Leute ausrüsten? Du kannst sie, naja, genauso steuern wie deine Charaktere, indem du sie über die Gebäude auswählst. Und dann sagst du ihnen, so gut wie erledigt. Inventar. Erfahrung. Warum hast du drei Edelsteine im Inventar? Was ist das denn für ein Panzer? Ganz im Ernst. Geht's über die Straßen. Zeigt einfach mal die Blink, Bitches. Oh, was? Ist halt vielleicht so wie Barney Stinson, habe ich was er mit seinem Anzug aus Edelstein, aus Diamant. Mir wird der Prozess gemacht. Ja, yeah, endlich. Das Inventar ist voll. Die Gerechtigkeit oder was? Was nun? Arbeit ist meine Leidenschaft. So gut wie erledigt.
Oh, es sieht ja ganz normal aus, langweilig. Ich hab so das Gefühl, dann ist sie das. Sie ist kein Mauserhalm. Arbeit ist meine Leidenschaft. Das geht schnell. Ich hab so das Gefühl, dass die obere Richterin bald keine Müdigkeit vorschützen. Also, Sepp wäre der perfekte Skaven. Hä? Ist das so? Ja, pass auf. Woraus das oberste Gremium des Skaven ist der Rat der 13. Theoretisch hat jeder Skaven das Recht hinzu gesagt, ich fordere einen von euch, quasi, ich fordere Mitglied X zum Duell heraus. Wenn er das Duell gewinnt, wird er kriegt einen neuen Platz darin. Meistens überlebt es nicht, das Gebäude zu verlassen. Leider ist sie clever. Immer so nur Arbeit. Die sitzt im Rathaus und geht da nicht raus. Was mach ich denn jetzt mit meinem Typen? Weißt du was? Ich suche Unterschlupf am einzigen Ort, der mir einfällt. Wo soll's hingehen? Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Dein eigenes Schlupfloch. Nein. Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Sondern. In einer gewissen Kirche. Weit ab von allem. Echt, zieh mich da nicht mit rein. Warum musst du überfallen? Baron, ich höre, du beherbergst Verbrechen. Der Karin, ich eile. Ja, du weißt schon. Wo soll's hingehen? Das Wort, das man sagen muss. Asyl. Bin schon nee, wohin? Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Doch, Asyl ist schon gut. Ist das Asyl, was man sagt? Ja. Oder Palais. Okay. Palais. Nee, Palais ist ja nichts Kirchliches. Für Piraten. Ja, aber es ist Kirchenasyl. Ich hätte nicht. Und Palais heißt verhandeln. Ich weiß. Es ging ja nicht darum. Sepp will einfach nur für sich verstecken, falls man ihn hinrichten will, wie der Don, der es verdient hat. Die Rechtsprechung wurde geändert. Oh, das ist gerecht. Na komm, da kannst du doch hingehen. Nein. Sepp hat so viel Scheiße angebaut, das bringt nichts. Nein, vor allen Dingen, der Charakter, den ich habe, der hat noch nie Scheiße gebaut, der angeklagt wurde. Ich muss zum Gericht, vergiss es. I'm out of here. Sepp ist feige. Nicht feige. Der Schmiede wird gar nichts aus Eisen gebaut. Auch nice. Ich eile! Doch, wie ein Kleinkind wegzurennen, ist, glaube ich, feige. Ich verstecke mich. Ich bin nicht weg. Okay, wie ein Kleinkind sich zu verstecken, ist, glaube ich, feige. Habe ich bloß sein müssen. Ja? Aha, Sepp. Aha. Ich will keinen Schutz. Lol, wir fucken ihn ab. Schut. Sei froh, du kannst es mit deinem Macker dann im Messer halten. Du hast tatsächlich einen Besucher. Immer nur Arbeit. Ohne Fleiß kein Preis. Doch, Max, es klingt vielleicht doof, aber ich krieg ständig Besuche in der Kirche. Die ist nicht so schlecht besucht, wie du denkst. Das geht schnell. Teilweise wirklich Leute, die davor anstehen. Wahrscheinlich alle blau. Nein, von daher eigentlich habe ich keine einzige letzte Nacht gesehen. Aha. Ohne Fleiß kein Preis. Na, kann ich einen Workshop jetzt aufwerten? Soll ich gegen die integrieren? Die ist 70, die krepiert bald. Was ist denn jetzt? Yeah. Meine ist 58. Meine ist 60. Handwerker Stufe 2. Tja, deiner ist fast tot.
Ach, 10 Jahre hat er noch. Ja, 10 Jahre hat er schon noch. Meine Füße tun weh. Bin schon unter... Wohin soll's gehen? Weißt du, was mein Typ dazu sagt? LOL-Messer. Nein, meine Füße tun weh.